Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges herausgefunden, nämlich dass Sirius Black gar nicht der Übeltäter ist, der er zu sein schien. Und dass er ein Animagus ist und nicht nur er, sondern auch Peter Pettigrew. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müsste auch Peter Pettigrew sein. Hm. Oh Gott, ich will jetzt keinen Stuss erzählen. Auf jeden Fall, die Ratte Krätze, die Person, die Ratte Krätze war, ist der wahre Verräter der Eltern von Harry. Und ja, wir haben versucht, ihn aufzuhalten, haben versucht, ihn zu übergeben, aber Professor Lupin ist ein Werwolf und wurde zum Werwolf und musste aufgehalten werden, und so konnte Peter Pettigrew, heißt doch Peter Pettigrew, ja. Ach, wenn ich jetzt schon wieder den Namen verwechsel, ist ja auch nicht so schlimm. Ihr wisst ja, wen ich meine, hoffentlich. Konnte er entkommen. Und ja, Sirius Black soll jetzt den Dementoren übergeben werden. Und Dumbledore hat gemeint, hey, ihr könnt doch zwei Leben retten hier. Und deshalb retten wir erst jetzt mal Seidenschnabel, der da oben gefangen ist. Und mit Seidenschnabel dann hoffentlich auch Sirius Black. So, das war jetzt eine ziemlich weit ausgeführte Erinnerung quasi, aber hallo, naja. Das hat ja viel gebracht. Jetzt sitzen wir beide hier fest. Nö. Guckst du? Hier. Schloss. Ach so, hier geht's gar nicht raus. Okay. Warum war da denn gerade ein Depulso? Warum sind da denn Depulso-Zeichen da drauf? Ach ja. Ein Lapifors-Kaninchen. Juhu, Kaninchen dürfen wir wieder sein. Erstmal schnappen wir uns aber eine Bildkarte, okay. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube Tierwesen. Ich habe mich geirrt. Zauberer? Der da, oder? Ja, ich glaube, dieser Professor ist neu. Professor Armando Dippet, 1940, ehemaliger Schulleiter von Hogwarts. Ah ja, okay. Ja gut, ich glaube, das war die Karte. Jetzt haben wir schon 50 Bildkarten. Und jetzt sind wir ein Häschen. Ach, wie schön. Och. Hier hört man sogar richtig, dass es auf Holzplanken hüpft. Piep, piep, piep. Das hört sich irgendwie an wie so ein Pferd. Alles klar. Ja, wir stürzen uns todesmutig hier in die Tiefen. Ah ja, und da haben wir auch schon einen Erdhügel, den wir ganz hier freibuddeln wollen. Und ein Schalter. Und er öffnet eine Tür zu einem Schokofrosch. Das ist doch nicht schlecht. Aber wir haben volles Leben. Also ist es nahezu unnötig, hier was zu machen. Ach so, okay. Hier kommen wir durchs Dach wieder raus. Und jetzt sind wir direkt über Seidenschnabel. Oh Gott. Ja, genau, habe ich ja gesagt. Ja, es freut sich schon. Wir holen uns aber erstmal die ganzen Birdiebots-Bohnen und Kürbispasteten, so. Aber jetzt befreien wir dich. Aus deinem Käfig. Und springen todesmutig drauf. Landen wahrscheinlich direkt auf Seidenschnabel und fliegen los. Schön. So, dann geht's mal auf zu Sirius. Ich schau nach, ob es Zeit ist, Sirius zu retten. Sei vorsichtig, Harry. Dank der Kraft des Zeitumkehrers eilte Harry zum See. Er musste herausfinden, wer den Patronus-Zauber gesprochen und ihn so vor den Dementoren gerettet hatte. War sein Vater gekommen, um ihm zu helfen?
Hatte James Potter gezaubert und Harrys Leben gerettet? Doch dann verstand Harry. Er hatte nicht seinen Vater gesehen. Er hatte sich selbst gesehen. Expecto Patronum! Oh, jetzt kriegen wir aber die Dementoren wieder ab. Das ist ja auch nett. So, ich hoffe, diesmal klappt das besser. Ja, doch, das klappt wieder. So, das waren sie doch. Und da kommen schon die nächsten. Sie sind ziemlich laut. Muss ich hier mal anmerken. So. Ach, da ist ja noch einer. Und die nächste Welle. Oh, da haben wir wieder das schöne Problem. Die umkreisen mich ganz langsam. Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Angst habe ich gar nicht. Also abgesehen, dass in diesem Computerspiel man eh weniger Angst hat vor irgendwelchen Monstern, aber nicht mal die machen mir irgendwie überhaupt Angst. Oh, da kommt der Hirsch, oder? Das müsste ein Hirsch sein. Das ist aber ein schöner Expecto Patronum. Ein schöner Patronus. Harry, ich glaube es nicht. Du hast einen Patronus beschworen, der alle Dementoren vertrieben hat. Das ist sehr, sehr fortgeschrittene Magie. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon getan hatte. Macht das Sinn? Harry, wir müssen Sirius vom Turm retten und zurück im Krankenflügel sein, bevor irgendjemand unser Fehlen bemerkt. Genau, gehen wir. Wie? Sirius, du verschwindest besser. Sie werden jeden Moment hier sein. Schnell, geh! Wie kann ich euch jemals danken? Geh! Schön, wie er den Mund aufbehalten hat. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry. Ach, ich dachte, ich wäre der Sohn meiner Mutter. Oh mein Gott. Oh. Schöner Satz. Den musst du bemerken. Hm. Ja, Karte des Rumtreibers habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Naja, braucht man auch nicht. Findet man sich ja auch so genug zurecht. Die Nachricht von Sirius Blacks Flucht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Niemand wusste, wie er das geschafft hatte. Harry, außer wir. Und Hermine behielten ihr Wissen für sich. Außerdem war der Tag ihrer letzten Prüfungen und nicht jeder der Freunde war gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie du auch nur eine einzige Prüfung bestehen sollst, Ron. Du hast doch überhaupt nicht gelernt. Ich? Was ist mit dir? Du hast doch die ganze Zeit mit Seidenschnabels Verteidigung verbracht. Bitte, Ron, nicht so voreilig. Ich habe natürlich den Zeitumkehrer zum Lernen benutzt. Ich möchte wie immer Bestnoten erhalten. Sie hat immer eine Antwort parat, was? Schlechte Nachrichten, Ron. Deine Carpe-Retractum-Prüfung ist zuerst dran. Wir müssen in Professor Lupins Klassenzimmer. Nehmen wir die Abkürzung über die Porträts in den dritten Stock oder die Treppen? Okay, eine Prüfung. Das ist ja mal interessant. Harry, komm hierher. Nee. Ich komme nicht zu dir, denn ich will erstmal zu Fred und George.
um mal noch ein paar Passwörter zu können. Also ich glaube, wir sind schon richtig weit gekommen jetzt. Also in dem Spiel meine ich jetzt. Schellfisch. Einmal mit Schellfisch hier rein und ab in den 7. Stock. Sternlicht. Sternlicht. Ach ja. Hey Harry. Nein, ich will nichts. Hier drüben. Fortuna Major. Nein. Aha. Aber was ich mich bisher frage, bisher mussten wir noch nie in den Kerker. Hi George. Okay, da haben wir nichts. Da haben wir Schokofrösche. Da haben wir Schokofrösche, da haben wir aber noch Passwörter. Ja. Dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Ja, ja. Hört sich gut an, ich kaufe es. So, ja, und das nächste. Dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Ja, ja. Toll, das nehme ich. Hab grad dieses Passwort bekommen. Weiß aber nicht, was hinter dem Porträt ist. Ja, ich nehme es. Tut mir leid, Harry. Du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Okay. Ist sehr interessant. Die sind wirklich sehr gefragt. Du solltest es kaufen, solange wir es noch haben. Ja, ich kaufe das von euch und dann wieder. So, wie viel brauche ich denn? Ausgezeichnete Wahl. Ich glaube ein paar mehr. Ich habe da jetzt nicht genau aufgepasst. 15 oder so? Oder 8? Schauen wir nochmal. Tut mir leid, Harry. Du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. 30. Gut, ich werde nicht die ganzen 30 Kesselkuchen da kaufen. Ja, hoffen wir einfach mal, dass wir da noch ein paar mehr finden. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch ein paar Bildkarten, die wir irgendwie finden. Falls wir welche finden. Ah, noch ein paar Bohnen. Okay. Sonst noch was irgendwie? Nee. Da können wir auch nicht durch. Okay. Ja, dann gehen wir doch nochmal draußen zu dem Fortuna Typen hier. Major. Zu dem Gryffindor und kaufen dem noch eine Bildkarte ab. Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Ja, ja. Immer doch. Glenmore Peaks. 1677 bis 1761. Besiegte die Seeschlange von Kroma. Kein Problem. Immer wieder gerne, Harry. Ja, ja. Fortuna Major. Sammelst du Karten? Ich hab hier gerade eine seltene. So, so. Ignatia Wildsmith oder Wildsmith. 1227 bis 1320. Die Hexe, die das Flohpulver okay, erfunden in hat. Tschüss, Harry. Auch eine alte Bekannte. Bis später. Ja, ja, ich bin da schon wieder. Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Ja, was haben wir da noch? 200 Bohnen. Jocunda, Sykes, Seekes, wie auch immer. Geboren 1915, gestorben noch nicht, wer weiß. auf jeden Fall ist er da geboren. Die erste Person, die den Atlantis auf einem Besen überquerte. Auch eine alte Bekannte. Immer wieder gerne, Harry. Ja, ja, ich kaufe auch immer wieder gerne bei Gryffindors ein. Hey, Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Ja, bin ich, sonst würde ich dich wohl nicht ansprechen. So, was hast du denn hier noch? Morgan Le Fay, Mittelalter, Halbschwester von König Arthus, schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Ich glaube, die ist sogar auch eine alte Bekannte. Immer wieder gerne, Harry. So, haben wir noch die Chance, eine weitere zu kaufen? Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Anscheinend schon. Hier haben wir den Norval Twonk. Norval Twonk, das ist doch der mit dem Passwort, ja, das Name ich jetzt vergessen habe, aber dieser Löwe gekreuzt mit dem Skorpion. Also ein Porträt. Starb, als er ein Muggelkind vor einem Manticore. Retten wollte. Deswegen auch das Passwort. Ihm wurde der Titel Orden der Merlin erster Klasse nach seinem Tode verliehen. Ja, und er lebte von 1888 bis 1957. Toll, das nehme ich. Und wir haben echt viele Bohnen. Muss ich ja mal sagen. Hey, ihr drei. Sucht ihr nach Sammelkarten? Jo.
Oswald Beamish, 1850 bis 1932, Wegbereiter der Kobaltrechte, kaufen wir. Ich kaufe es. Hier, bitte, Harry. Ja, es dürfte Hermine interessieren, oder? Die hat doch im zweiten Teil da Koboldrechte hier. Ja, ich habe nicht genug. Thaddeus Ferkel oder Thukel, wie auch immer, 1632, 1632 bis 1692, wurde berühmt, weil er seine 7 Scripps-Söhne aus lauter Verzweiflung in Igel verwandelte. Du kannst dir diesen Gegenstand nicht leisten, denn du bist ein armer Pfropf. Sprachgewirr. Ja, schön, wie du aufgehst. Finde ich ja klasse. Fortuna Major. Sprachgewirr. So, hier waren wir meiner Meinung nach noch nicht. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Dann klappern wir doch mal die... die Porträts ab. Au! Oh, diese Schmerzen! So, das hat doch schon mal geklappt. Da können wir uns hoch schleudern lassen. Müssen wir auch. Einmal aktivieren. Und was bringt es? Irgendwas hier unten. Ah ja. Es geht hier weiter. 3 Schokofrösche. Und was haben wir hier? Haben wir hier schon eine Bildkarte? Ich glaube nicht. Aber wer weiß. Oh. Das ist ja schön. Ne, die Bildkarte ist tatsächlich nicht dabei. Aber schön viele Sachen. Und jetzt greifen die Bücher an. Nur aus diesem Grund ist wahrscheinlich diese Bibliothek hier, diese Miniaturbibliothek, damit hier ein paar Bücher hervorkommen können. Ah, und da ist die Kiste auf. Ist ja auch schön. So, dann lassen wir uns mal berieseln. Sieht bestimmt cool aus. Hey! So, da ist die Bildkarte. Dann hoffe ich mal, dass ich sofort die Bildkarte erwische, die neu ist. Uiuiui, wo ist die denn wohl? Wahrscheinlich bei den Hexen? Nee, ich glaube noch nicht mal bei den Hexen. Irgendwo anders. Vielleicht bei den Hexern, bei den Zauberern. Den hatten wir. Falco. Glenmore Peaks. Ja, genau, den hatten wir auch. Den hatten wir auch. Hatten wir. Ach so, dann hier ein paar. Ach, den Imp. Nur in Britannien und Irland beheimatet, liebt der Imp Slapstick und hat seine Freude daran, unvorsichtige Menschen zu schubsen und stolpern zu lassen. Na, klasse. Ein Ding, was schadenfreudig ist. So, die Truhe ist wieder zu. Naja, gibt uns auch nichts mehr her. Dann gehen wir erstmal wieder raus und schauen mal, wo das nächste Porträt ist. Schauen wir doch mal. Ja, eins fehlt uns noch. Da haben wir nicht genug Geld dafür. Zweiter Stock. Wir müssen in den zweiten Stock. Wir speichern kurz mal ab. Sternlicht. Einmal dadurch. Dann ab in den zweiten Stock. Käseküsser. Käseküsser. Was ein Passwort, ey. Das ist schon sehr interessant. Interessant, wo müssen wir hin? Oh. Okay. Da springen die Birdie-Bon-Bohnen raus. Nee, da wollen wir nicht rein. Wollen wir hier rein? Vielleicht schon eher. Was haben wir denn hier? Da läuft eine Art Monsterbuch Amok. Ich hoffe, ihr seid da, um uns zu helfen. Ja, natürlich. Das haben wir ja vergessen. Ach, das ist wohl diese Monsterbuch-Herausforderung. Wenn ihr alle Seiten besiegt. Es gibt insgesamt 5 Karten. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Viel Glück. Ich würde ja helfen, aber... ich bin spät dran. Ja, sehr spät dran. Hehehe, klasse.
Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir merken uns einfach mal, dass es hier ist. Denn ich würde mal sagen, wir beenden hier diesen Part. Ich suche jetzt mal. Haben wir hier gerade gespeichert? Ja, wir haben hier gerade gespeichert. Stimmt, ja. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns das nächste Mal um das Monsterbuch und um die restlichen Porträts. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.